Hallo zusammen, zum nächsten Part Bloody Platin. Wir wollen uns heute auf den Weg machen nach Erzeling, um dort mit einem Arena-Leiter anzufangen. Ne? Die erste Arena, oh mein Gott. Freue ich mich ja richtig drauf. Mensch. So, da müssen wir aber erst hier durch die Höhle. Und da kriegen wir von dem hier Zertrümmerer, soweit ich weiß. Bla bla bla, ja. Mensch. VM6, ja, das ist der Trümmerer. Bla bla bla, komm. Ja, Mensch, ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, warum der Ersteller die 6 das nicht einfach rausgenommen hat. Weil dafür brauchen wir erst die Dings von Erzeling, um das benutzen zu können. Komm. Würmel ist lame. Würmel ist ganz lame. Komm, abhauen. So, mit dir kann ich noch kämpfen. Ja, mache ich auch. Bla bla bla. Okay. So. Dick da, Typ Dings da, Typ Erde da, da hau ich mal gleich mein neues Riolu raus. Ich weiß gar nicht, wie das Biest heißt, ey, ernsthaft. Kampf sollte ja eigentlich, ne, effektiv sein gegen so Gestein und sowas alles. Deswegen hauen wir das mal raus, aber ich hab nur Konter. Okay. Schade eigentlich, da sollten wir noch was dran ändern. Stein. Ah komm, da kriegen wir doch schon was. Irgendwas kriegen wir da. Komm. Volltreffer. Uncool. Richtig uncool. Sowieso komisch, weil das Biest hat noch gar keinen Links da. Dick da hat noch gar keine Erdattacken benutzt und naja, keine Ahnung. Tragosso. Ich bin jedes Mal am überlegen, was für ein Typ das Biest ist. Ich mache einfach mal weiter, aber Tragosso ist auf keinen Fall Typ Erde, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde sagen Typ Unlicht. Würde ich jetzt raten. Ja, schlug fehl, ne? Ich meine, der muss auch treffen, ne? Wow. Not bad, my friend. Ah, haut rein. Ich wechsle aber lieber mal zu meinem Jim Beam. Soll da auch noch mal was raushauen. So. Oh, Alter, der haut gut zu, ernsthaft. Nervt ja richtig. Komm, hier weg, schön. Na, schade. Zubat, Zubat ist, ja, Typ Flug. Da habe ich jetzt noch nicht großartig was gegen. Müsste ich jetzt den, ja, Gestein wäre da vielleicht oder Elektro, aber habe ich beides nicht. Deswegen, ja, lassen wir es erstmal. Aber gut, Volltreffer. Auch schön. Toll. Und Level 10. Cool. Richtig cool. Ja. Okay. Gut, an den können wir uns jetzt eigentlich vorbeischleichen und das würde ich auch machen an der einen. Und mich einmal hier aufheilen. Na, erstmal hier noch Gespräch, ey. Sieh mal, ein Trainer, aber wie geht das denn? Du hast ja gar keinen einzigen Orden. Dagegen müssen wir sofort etwas unternehmen. Weißt du was? Ich bring dich zur Pokémon Arena. Oh, da steht ja schon jemand und wartet. Richtig. Mit dir habe ich aber keine Lust zu sprechen. Ich meine, ich bin bloß schon seit der Kindheit mit dir befreundet, aber scheiß drauf, ich will nichts mit dir zu tun haben. So, also einmal aufheilen und dann noch mit der einen Tante da hinten reden. Komm. Ah, das wäre jetzt eigentlich ganz praktisch. Ich weiß nicht, einerseits... Ich glaube, ich will gar nicht speeden, ehrlich gesagt. Ich glaube, das will ich gar nicht, weil, hier will ich nicht lang, hier will ich nicht lang. Ganz einfach, weil ich, ne? Und so. Nee, ich wollte, Scheiße, was wollte ich? Ich wollte nicht speeden, weil mich das in den Pokémon Silber Parts teilweise so angepisst hat, dass ich auch selbst in den Trainerkämpfen gespeedet habe. Und eigentlich will ich das nicht. Um zu feiern, dass ich diese Höhle überstanden habe, kämpfen wir jetzt. Tja, meinetwegen. Wenn es jetzt sein muss.
Hast du denn nichts Besseres zu tun? Murmel. Lame. Erstmal einen schönen Beam. Warum nicht? Komm. So. Los. Zack, geht einfach. So. Pupanze. Pupanze, das war doch dieses komische Dings da. Fossil-Ding, oder? Ich glaube, das war fossil. Ich weiß es gar nicht. Aber ist ja auch egal. Komm, einfach nochmal draufhauen. Ah, Härtner, lame. Langweilig. Gab's, glaube ich, in Pokémon Saphir, Rubin und Smaragd. Im Dings da. Im Himmelsturm oder wie der hieß. Komm. Hau rein. Ah, Alter. Was irgendwie ein bisschen suspekt ist. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Antik-Biest war. Aber wenn ja, was ist es ein bisschen suspekt. Ein Antik-Biest ist in einem Ding, was von Menschen gebaut wurde. Dummiesel. Dummiesel. Dummiesel war Typ Elektro, glaube ich, oder? Ich bin mal mutig und setze den Uso ein. Ich weiß es nicht. Nee, das war, glaube ich, ganz dumm, oder? Ich habe ehrlich keine Ahnung, was das für ein... Gehen wir mal aus. Ah, wirklich effektiv war es auf jeden Fall nicht. Aber gute Raserei ist jetzt auch nicht gerade bedrohlich. Ich nehme mal Pfund weiter. Na, mal auch nicht sehr viel mehr Schaden. Also, scheint egal zu sein. Ich meine, es war Typ Elektro. Ich weiß es gar nicht. Aber Drecksbiest, ey. Was nimmt der denn jetzt die ganze Zeit Dings? Ah. Komm. Alter. Nimmst halt Raserei, ist mir egal. Muss das denn sein? Noch mehr Verteidigung. Ich nehme mal weiter Blubber, ganz einfach. Ich nehme jetzt Blubber, weil ich es kann. Ne? Weil ich es kann. Ist auch effektiver offensichtlich jetzt gegen die normalen Attacken. Gegenüber den normalen Attacken. Komm. So, schön. Haben wir den auch. Level 13, toll. Why not, ne? Okay. Ist mir jetzt auch egal. Das geht sowieso weg. Da habe ich keine Lust drauf. Ernsthaft nicht. So, ich weiß nicht, ich spreche jetzt einmal hier mit dem Typen, spreche ich mal. Die Lüftung taucht die heiße Luft von unten gegen die frische Luft von hier oben aus. Ja, warum nicht? Wenn ich so einen Lüftungsschacht sehe, möchte ich am liebsten meinen Kopf reinstecken und laut Hallo brüllen. Ja. Ja, warum nicht, ne? Könnte man ja auch mal zumachen, vielleicht ersticken sie dann oder so. Naja. Ne? Was? Wie? Oh, du bist das, Kamio. Also es ist doch bisher geschafft, aber du bist echt langsam, weißt du das? Der Arenaleiter hier ist übrigens eine harte Nuss, nicht leicht zu knacken. Wie er sich wohl im Vergleich zu meinem Vater schlägt. Wie? Ich hab den Faden verloren? Auf jeden Fall ist der Arenaleiter in der Kohlemine, in die Kohlemine gegangen. Wenn du ihn dir vorknüpfen möchtest, solltest du schnell zur Mine. Okay. Stimmt, da war ja was. Was läufst du so dämlich hin und her? Wenn ich mit meinen Turbotretern durch die Gegend düse, habe ich das Gefühl, alle achten nur auf mich. Naja, scheint ja so, ne? Ist das Experiment geklappt, ne? Eine TM kann nur einmal... Ja, kenne ich. Komm. Vielleicht geben sie mir ja irgendwo irgendwas Sinnvolles. Der sich über alles hinausragt, der teilt sie nur in zwei Hälften. Aha. Ich habe doch die Karte... Warte mal, was war denn da noch? Irgendwie die Select- und Dings-Taste, die sind ja total, ne, sinnlos in diesem Spiel jetzt geworden. Karte. Ah, das wird wohl der hier sein, ne? Was ist das alles für Dorfname, ey? Lysis, Ewigenau, Flori, Herzhofen, Trostu, Elises, Schleiede, Weideburg,
Aber wir haben hier ziemlich viele große Städte irgendwie. Das ist die Pokémon-Liga. Aha. Erholungsgebiet. Kampfareal. Überlebensareal. Aha. Karlberg. Blitzach und Stärkeufer. Stimmt, hier drei Seen haben wir. Einmal den, wo wir das eine Mal waren. Das Kühnheitsufer noch. Okay. Na gut. Ich will dann jetzt mal in die Kohlemine gehen. Da oben habe ich noch ein Item gesehen, das möchte ich haben. Hallo, lass mich da durch. Zwei Items sogar. Angriffs Plus und komm. Brauche ich sowieso nicht. Und ein Gelbstück. Wofür ist ein Gelbstück gut? Itemstasche. Wie definieren du Itemtasche? Während TM, Welle, Medizin, Items. Eine gelbe Scherbe eines antiken Werkzeugs, das vor langer Zeit angefertigt wurde. Ach, interessant. Und das bringt mir jetzt genau was? Naja, gut. Will ich hier mal reingehen? Oh mein Gott. Das ist noch ein Item. Her damit. Kleinstein. Bedrohlich. Ich weiß nicht, ob ich die nutzen soll zum Leveln. Ich würde schon sagen, weil wir sind gerade auf dem Level von den wilden Pokémon, sag ich mal. Das ist doch sinnvoller eigentlich, wenn wir ein bisschen aufleveln. Ne? Komm. Oh, einige, klar. Bedrohlich, ganz bedrohlich. Komm. Blubber. Schön. Sehr effektiv, haut richtig rein. Toll. So, einmal das Item hier. Pokéball. Schön, warum nicht, ne? Kann ich gebrauchen. Ich will mal hier wieder wechseln. Mein Bex. Komm mal hier hin. Und, was hat dieses kleine Blag hier zu tun? Ich fand ein paar Steine dabei. Zudem. Was ist, warum bringen die wie Steine aussah? Ach so, zumindest. Naja, gut, egal. Geh ich mal hier runter. Erzeling wieder, aha. So. Drehhorn. Interessant. Alter. Ach, soll ich's wagen? Komm, scheiß drauf. Drehhorn. Na toll, ich, du machst einen Stein ab. Boah, Alter. Das war jetzt ziemlich uncool. Wie geil. 7 Level drüber, einfach mal kurz One-Hit, warum nicht? Geil. Schön, einfach schön. Komm, noch ein. Sehr gut, einfach sehr gut. Kraftwelle, okay. Jetzt war ich eigentlich zu schnell. Ich weiß nicht, was Kraftwelle bringt. Ich ersetze es mal für, Ruckzuckhieb. Komm. Geil. Kraftwelle. Ich weiß nicht, was es bringt jetzt gerade. Schön. Zack, One-Hit. Geil. Allerdings will ich einmal heilen. Wow, ein Trank nur noch. Na gut. Schön. Einfach schön. Einmal kurz One-Hit rein. Wieso nicht? Setze ich das hier aber wieder nach vorne. So. Ab, komm, hier durch. Was haben wir noch hier? Ein Kleinstein. Ah ja, gut, ne? Komm. Ich das mal ignorieren. Und wieder Bex reinsetzen. Ja, schön. Ein damit. Ein Igler. Na gut, mal wegen. Ne? Haut hin. Kraftwelle probiere ich jetzt mal aus. Gut, effektiv. Ah, paralysiert. Schön. Sache ist plus Steinpolitor. Was bringt das nochmal gleich? Initiative. Steigt. Wow. Kleinstein ist das gut. Na? Kann ich jetzt auch nicht viel anfangen wegen. Ja, was machst denn du lebens oder was will ich? Was willst du damit? Ernsthaft, ich meine Elektrizität. Elektrizität ist hier ja eh nicht, ne? Na gut. Drauf damit. Schön. Sehr schön.
Level 11, schön. Okay. Dann hier nochmal Fluchtseil, interessant. Ich meine, diese Bergarbeiter, das sind auch alles Trainer. Also der hier ist auf jeden Fall ein Trainer. Deswegen haut das wohl hin. Mache ich den mal eben noch schnell. Na los. Oh ne. Wow. Übertreib nicht. Ich wechsle da mal wieder. Für mein Bex. Yay. Komm. Haut rein. Klammergriff. Naja, gut. Ich fange mit Kraftwelle einfach an. Sollte eigentlich nicht zu viel. Ja, geht, ne? Gut, dafür, dass es 4 Level drüber ist, ist das in Ordnung. Paralysiert, schön. Ist das jedes Mal? Keine Ahnung. Na. Ja, bringt ja nichts, ne? Trotzdem, ich will es mal einfach einsetzen. Weil es einfach verdammt gerade reingehauen hat. Ja, schon klar, ne? Na gut. Ich glaube, ich bleib doch lieber bei Kraftwelle. Doch, glaube ich. Ist, glaube ich, viel schneller, die Attacke auch. Schön. Dann nochmal da drauf. Sehr gut. Okay. Immer das. Wow. Übertreib nicht. Schön, Level 12 dann noch. Oh. Bringt gute P. Oh, 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 Erbarmen, hab doch Erbarmen. Ja, ja, halt den Mund. Pech gehabt, ne? So, da haben wir noch ein Macholo und hier ist die. Ich bin jedes Mal am Rätseln, ob das ein R oder, ne? Oder eine Sie ist. Aber ich glaube, es ist ein R. So. Ja, der erzählt uns hier was von Arena und Orden und Zertrümmerer und bla und bli und blub. So. Ein Trank. Gut, kann ich gebrauchen. Ich glaube, den setze ich auch gleich ein, oder? Nee, komm. Dann setze ich ansonsten Plinfer mal ein. Toll, ich sehe gerade, dass ich schon 17 Minuten habe. Super, egal, gibt's halt den einen noch. Mein Gott. Passt schon. So. Nehmen wir mal. Uso. Komm. Noch hin. Ja, manchmal ist es ja schon ein bisschen lame, wenn das so lange dauert immer. Komm. Blubber. Könnte mal langsam eine neue Dingsattacke irgendwie lernen. Neue Steinpolitur schon wieder. Ich weiß gar nicht, bringt das jedes Mal Initiative oder? Ja, scheint so. Er ist auf jeden Fall ganz sinnvoll für so ein Biest, ne? Alter, übertreibet nicht. Ja? Übertreibet nicht. Ich weiß nicht, ob Pfund jetzt die richtige Idee war. Ne, offensichtlich nicht. Offensichtlich gar nicht. Na, einige laden nochmal drauf. Toll, super. Egal. War das schön. Ja. 100 EP, warum nicht, ne? So, Macholo, Macholo. Weiterkämpfen. Komm. Oh mein Gott, was ein hässlicher Sprite, ey. Guck mal, das bringt es jetzt. Nee, das bringt es gar nicht. Gesicht ist eine der sinnlosesten Attacken, die es gibt, wenn er mich fragt. Ich kapiere es nie. Was bringt dieser Scheiß, ey? Schön Volltreffer. Warteschlag. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich da groß anders machen soll. Silberblick. Verteidigung, oder? Ah, toll. Egal, und wenn es drauf geht, ist es mir jetzt auch egal. Ja, passt. Passt schon, passt schon. Gut. Mama, Blubber. Schön. Okay. Gut. Ah, noch ein Level up. Gut, sehr gut, sehr gut. Vielleicht kriegen wir ja Aquaknarre, das wäre toll. Ne? Nee, schade. Ja, ich bin schon einer. Gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder.
Ich drehe mich um und es erscheint... Willst du mich verarschen? Na, was ein Müll. Komm, Flucht. Also, wir sehen uns das nächste Mal bei Pokémon Bloody Platin. Tschüss.